Markus. Walking Dead ist mal wieder unterwegs. Ja, ich möchte mich heute von euch verabschieden. Es wird mein letztes Video sein. Morgen ist Weihnachten und da werden wir alle schön zusammen feiern, hoffentlich. Und deswegen habe ich dieses Jahr auch keine Zeit mehr, aber nächstes Jahr bin ich wieder dabei mit einem neuen Video. Heute gehe ich nochmal bei verschneitem Wald ein bisschen raus und ja, genieße einfach das Wetter und schauen wir mal, was alles kommt. Bis gleich. Wie ihr sehen könnt, es hat noch nicht so allzu lang geschneit, also es sind jetzt zwei Tage, gestern noch nicht mal so viel, heute eigentlich über Nacht mehr, deswegen ist der Wald auch noch relativ wenig mit Schnee bedeckt, aber trotzdem kommt schon ein sehr schönes Winterfeeling auf und ja, macht den Wald eigentlich auch wieder sehr interessant. Ja, da wird bestimmt schon geschlafen. Die Ameisen haben einiges angeschäffelt. Ja, ist zwar ein schöner Wald, aber leider halt alle paar Minuten Flugzeuge hier. Das lässt sich nochmal nicht ändern. Und ich hoffe, es nervt nicht allzu sehr. Also man sieht, es ist noch nicht so kalt. Es gibt noch Pfützen und kein Eis. Es hat jetzt im Augenblick also 2 Grad. Und fast schon ein bisschen warm. So, da gehen wir rein. Ja, befinden wir uns auf dem Weg zu einem Lost Place, verlassen im Wald, seit Jahrzehnten unentdeckt. Oder auch nicht. Jetzt habe ich meine Schlittschuhe nicht dabei. Cool ist auch diese Matte, die das Ganze hier abdeckt am Rand. Schön vom Schnee verdeckt. Da kommt man dann so ahnungslos hierher, sieht nicht, dass es dann wahrscheinlich sehr rutschig ist und bekommt eine Abkühlung. Es ist eh so warm. Ja, wie ihr sicherlich bemerkt habt, ich filme hier, wo ist es da? Jetzt mit meinem Ansteck. Mikro mit dem Tascam DR05, das hatte ich ja schon mal kurz vorgestellt, aber da war das mit dem Ton nicht so weit. Die Kamera habe ich heute in einem einfachen Plastikbrotbeutel drin oder Plastiktüte, was das für ein Ding ist hier, weil es doch ziemlich schneit und wenn man so lange unterwegs ist, dann muss das ja nicht sein, dass sich die Kamera hier mit Schnee voll saugt. Ja, es gibt ja die Option, die Kameras gerade vor Regen und vor Schnee mit so einer aufgeschnittenen PET-Flasche zu schützen.
Aber das ist mir zu laut, das knirscht immer so. Und eine Plastiktüte, so eine durchsichtige vorne mit Gummiband fixiert, die nimmt auch nicht so viel Platz weg. Und deswegen haben wir dafür entschieden. Hier ist sehr matschig. Das zeugt von der warmen Witterung. Ja, vor kurzem gab es hier einen sehr stürmischen Tag. Der war ganz krass. Und die Tage davor und danach, die waren auch ziemlich krass. Ihr habt es sicherlich auch mitbekommen. Und hier ist das Ergebnis davon, leider. Da sind einige Bäume hops gegangen. Wahnsinn, oder? Ein Jammer. Aber so ist die Natur, gell? So Leute, ich habe jetzt hier ein kleines Tarp aufgespannt, nichts Besonderes, einfach damit hinten der Wind nicht so herzieht. Ich bin durch die Bäume doch ganz gut geschützt hier. Wenn es ab und zu mal ein bisschen Schnee runter rieselt, dann stört mich das nicht weiter. Und ja, jetzt werde ich mir erst einmal was zu essen machen. Ich habe hier bis auf das, dass der Beutel ab und zu mal ein bisschen nervt. Von der Firma Fire Maple gibt es auf Amazon hier diesen kleinen Gaskocher. Wie gesagt, der Beutel hier, da hätten sie sich gern was anderes einfallen lassen können, weil das ist innen zwar noch mehr Netz, etwas dünner wie das äußere, aber es geht halt sehr schlecht raus. Gut, ich habe mich für den mit Schlauch entschieden, weil man dann auch mal die Gaskartusche wechseln kann, ohne dass man sich die Finger verbrennt, wenn das ganze Ding hier heiß ist. Wir wollen ja nicht den Waldboden angucken. Es ist zwar trotzdem alles sehr kalt und sowas, aber zur Sicherheit gibt es hier eine kleine Unterlage drauf gebrannt. Ja, ein kleines Brotzeitbrett. Natürlich, wie soll es anders sein, obligatorisch 5 Beans.
Und dazu gibt es noch, wo ist er, einen Curryreis. So, dann drehen wir das Ding mal auf hier. Passt. Sieht. Ratzfatz. Geht das? Okay. Den haben wir schon ein bisschen durchgeknetet. Also glänzt die Flamme und das Ding Hammer. Das dauert überhaupt nicht lang und dann ist sofort das Essen warm. Und das ist natürlich schon genial. Seht unten drunter hier. Ja, perfekt. Und er ist auch nicht sonderlich laut, also ich weiß nicht, ob man es jetzt großartig hört über das Mikro. Halt zuerst in Grenzen. Oh, ich suche die ganze Zeit die Mülltüte, da werde ich dann mal Semmel drin. Ich bin auch so einer. Ist das. So, lala. Meine Semmel. Mülltüte. Also, Mahlzeit. Ich hoffe, dass ich hier keinen Baum übersehen habe, der hier schon in meine Richtung zeigt. Und wenn, dann war das mein letztes Video. Na, für dieses Jahr sowieso. So. Wo ist mein Glühwein? Ganz unten, gell? Ja, halber Liter Glühwein. So, der Glühwein soll ja nicht kochen, nur warm werden und das ist er. Hammer. Absolut genial. Glühwein im Winter im Wald. Super. Ja, Leute. Jetzt ist das Jahr fast vorbei. Morgen ist Weihnachten. Und da möchte ich mich mal bei allen bedanken, die immer so fleißig Videos einstellen bei YouTube und Reviews vom Allerfeinsten. Der Dank geht einfach an alle, weil ich profitiere da sehr viel davon. Schauen wir das sehr gern an. Ich hoffe, dass alle die Weihnachten haben, die sie sich vorstellen. Dass wir uns nächstes Jahr alle gesund wiedersehen. Ich hoffe auch, dass von mir wieder ein paar Sachen kommen. Ich versuche es, aber ich habe ein Haustier daheim und das Haustier, das sträubt sich manchmal. Das ist das innere Schweinehund-Haustier. Man muss halt wirklich seinen Arsch hochbewegen und rausgehen. Ich merke es immer wieder. Ja, freue mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Bedanke mich bei allen. Auch inzwischen über 50 Abonnenten.
nicht schlecht, sage ich mal. Für das, dass ich schon ein Jahr dabei bin. Eigentlich beschissen, aber mein Gott, was soll's. Mir macht Spaß, wenn es euch auch Spaß macht, umso besser. Wenn nicht, ja, mei, es gibt noch genug andere, die machen es besser wie ich, dann gibt es da bestimmt Auswahl oder Ausweichmöglichkeiten ohne Ende. Es schneit langsam mehr, das ist toll, wird bestimmt noch ein schöner Heimweg. Und um das Ganze nun schön ausklingen zu lassen, Weihnachtszeit, sage ich an dieser Stelle schon mal Ciao, Servus, Walking Dead, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und rutscht's nicht im Wald aus, aber rutscht's gut ins neue Jahr. Ciao, Servus. Also dann, ciao, bis zum nächsten Mal.